So Leute, hier hatten wir mein neues Velomotrike, besser gesagt neu aufgebaut, hat einen neuen Rahmen bekommen. 20, 26 Zoll, 15 Kilo, vollgefedert. Ja, der neue Rahmen ist noch nicht mal lackiert. Ich wollte das mal alles ausprobieren. Das wird dann noch geschmirgelt und ehrlich gesagt gefällt mir das so. Vielleicht lasse ich das gleich. Einfach nur Klarlack drauf. Das wäre doch mal was. Ja, schön flach, wie man sieht. Das höchste ist ist das Schutzblechen, Schutzplaste. Musste ich jetzt aber gerade machen, denn wenn man hier auf solchen wassergebundenen Radwegen fährt, ja, dann sprenkelt mir das so schön den Hinterkopf voll. Richtig eklig wird es dann, wenn die Schnecken wieder über den Weg kriechen. Das muss ich nicht haben. Deswegen Schutzblech hinten. Ja. Zweimal neun Gänge. Diesmal schön negative Spur. Ein richtiges Renntrike. Ich würde es mal vom Geschwindigkeitspotenzial irgendwo bei einem guten Rennrad verorten. Plus guten Fahrer. Na dann, bis später.